Der heilige Paulus und der heilige Petrus, die zwei Personen eigentlich, waren die größten zwei Apostel und Heiligen im Buch der Apostelgeschichte. Die zwei hatten am meisten gesprochen oder Wunder getan oder gepredigt. Aber es beginnt wirklich mit dem Kapitel 9. Kapitel 9 in der Apostelgeschichte spricht über die Bekehrung des heiligen Paulus, des Apostel Saul, seine Bekehrung und Zurückkehren zu Christus. Und dann Kapitel 10 spricht über Cornelius und seinen Glauben. Er ist ein heidnischer Mensch, aber hat Visionen gesehen, dass Gott ihm liebt und ruft und hat auch den heiligen Petrus gerufen. Herr Petrus kam und hat Cornelius und seine Familie getauft. Also ab dem Kapitel 9 spricht die Bibel und das Buch der Apostelgeschichte über die Bekehrung der Heiden. Zuerst die Juden und dann die Heiden. Das hat auch Heiliger Paulus gemacht. Hat er zuerst in jedem Land, wo er gekommen ist, hat zuerst die Heilige, die Synode, die Juden besucht, missioniert, und als sie ihn ablehnten, ging er zu den Heiden. Und im Kapitel 13 spricht über die Bekehrung des heidnischen Statthalters Sergius. Paulus heißt so. Sergius war ein berühmter Mensch, ein Statthalter, ein heidnischer Mensch, aber er hatte einen Begleiter im Leben. Das war der falsche Begleiter. Der Begleiter heißt Elim oder Bar Yeshua. Und Bar Yeshua heißt oder bedeutet Sohn Joshua oder Sohn Jesu. Aber dieser Mann war wirklich nicht der Sohn Gottes, sondern Sohn des Teufels, Sohn Satans. Und dieser Elim hat versucht, den Glauben von Sergius, dem Statthalter, zu verderben. Dieser Statthalter war bereit, an Gott zu glauben, aber war mit einem Schlichten befreundet, dieser Bar Yeshua. Und deswegen hat der heilige Paulus befohlen, durch Gottes Gnade, dass dieser Magier Elim sofort blind sein wird. Er ist blind geworden und sofort konnte nicht sehen und versuchte, einen Mensch zu finden, der ihn führte, aber hat nicht gefunden. Elim wollte den Glauben von Sergius verderben lassen, aber er konnte nicht, denn Gott hat seinen Glauben bewahrt. Dieser Magier, der mit Satan verbunden war, der hinter Satan gelaufen hatte, hat nunmehr nicht mehr Einfluss auf den Statthalter. Denn der Statthalter hatte heiliger Paulus akzeptiert, geliebt und von ihm das Wort des Lebens gehört. Sergius ließ sich danach taufen und glaubte an Christus, nachdem dieses Wunder geschehen ist. Heiliger Paulus selber wurde durch Strafe zu Gott gekommen ist und hat dasselbe gemacht. Sein erstes Wunder ist eine Strafe gewesen war. Aber Strafe, die ein Ziel hat, den Glauben zu stärken und den schwachen Statthalter zu stärken. Also, heiliger Paulus ging danach nach verschiedenen Orten und hat immer angefangen mit den Juden, und regelmäßig die Juden hatten ihn weggetrieben oder versteinigt oder geschlagen, und am Ende ging er nach Lystra, wo der heilige Paulus einen gelähmten Mann gefunden und hat vor der Menge angefangen zu predigen. Und seine Predigt war über die Kraft Gottes, die Wunder Christi und das Leben unseres Erlösers.
Und sicher, er hat erzählt, wie den Gelähmten geheilt hatte, wie den Blindgeborenen Augen gemacht hatte und so weiter. Und dieser gelähmte Mann vor dem heiligen Paulus saß, hat gedacht, doch, das kann auch mir passieren. Warum nicht? Ich habe Glauben, ich kann glauben. Heiliger Paulus hat aber auch über den Glauben gesprochen. Sagt, warum nicht? Gott ist da, die Heiligen sind da, ich habe Glauben, das kann auch passieren. Es gibt immer Vorschriften und Schritte für ein Wunder zu geschehen. Erstens Bedarf, dass Gott das weiß, dass es ist Bedarf für ein Wunder zu geschehen. Zweitens Glaube. Drittens Gottesmann. Und die drei Vorschriften sind erfüllt hier durch den Glauben des gelähmten Mannes und die Wirkung des heiligen Paulus und den Heiligen Geist, der im heiligen Paulus wohnte, und Gottes Wille ist das geschehen. Paulus hat ihm gesagt, steh auf. Doch ein Wunder. Ein Wunder ist, was der Menschen denken und Gehirn nicht verstehen kann oder interpretieren kann, aber auch der Wissenschaft kann nicht interpretieren. So viele Menschen behaupten, dass die Wunder Christi und Wunder in der Bibel sind eigentlich nicht besonderes und vollkommener Wunder. Ich sage nein. Es sind Wunder gegen das Gehirn, gegen Wissenschaft, gegen Medizin und gegen alles. Denn dieser gelähmte Mann hatte nicht mehr Nerven. Solange der Nerv nicht gebraucht ist, wird sterben oder ganz schwach sein. Genauso die Muskeln. Solange die Muskeln nicht gebraucht werden, werden sie auch so dünn und so schwach. Und genauso auch die Blutgefäße, nicht gebraucht, werden schmaler und schmaler. Also tatsächlich, wir sind vor einem Fall, wo die Nerven, die Blutgefäße und die Muskeln alle fast verschwunden. Ist wie ein Knochen und Haut. Nicht nur, dass der Prozess von Gehen selber, das Gehen selber ist ein ganz komplizierter Prozess. Beginnt hier im Kopf des kleinen Kindes, und wird immer wachsen. Deswegen, das Kind lernt langsam das Gehen durch nicht allein Muskel und Nerven, aber auch das Gehirn. Diese Balance selber ist ein Wunder. Nur die Menschen können zu Fuß gehen, leicht, nicht wie Affen oder Pinguin, aber die Menschen allein können perfekt gehen, ohne Stock oder ohne Hilfe. Das ist auch ein Wunder. Diese Balance steht hier im Kopf. Wenn hier eine Störung passiert, dann kann der Mensch nicht normal laufen. Das ist Tatsache. Deswegen, das Gehen dieses Menschen ist nicht normal. Dass er sofort nach dem Wunder geht, ist auch nicht normal. Er braucht viel Zeit, um zu lernen. Diese Zeit ist über Wunder durch das Wunder des heiligen Paulus. Also, ist etwas passiert im Kopf, passiert im Balance-System, auch im inneren Ohren und passiert auch in den Muskeln, Blutgefäße und auch die Nerven. Also Gottes Wunder ist vollkommen. Gottes Wunder ist über unser Verstand und Gedanken. Das passierte und passiert heutzutage auch. Zu viele Wunder, so ähnlich auch passieren heutzutage. Aber wir brauchen Glauben, wir brauchen Gottes Willen und brauchen auch Gottes Mann. Gott kann alles tun. Wir brauchen Glauben und wir brauchen alles in seine Hand zu legen. Unser Gott sei verehrt bis in Ewigkeit. Amen.